Dichte Nebelschwaden wälzten sich an einem fahlen Vorfrühlingsmorgen durch die Baker Street, als Sherlock Holmes und ich gerade ein gemeinsames Frühstück vor dem flackernden Kaminfeuer beendet hatten. Mein Freund war an diesem Tag ganz besonders schlechter Laune. Was ist denn heute bloß los mit Ihnen? Was soll denn los sein? Na, Ihnen ist doch anscheinend irgendeine Laus über die Leber gelaufen. Wie recht Sie haben, lieber Freund. Ja, dann mal heraus mit der Sprache. Vielleicht vermag ich Ihnen zu helfen. Das halte ich, so sehr ich Ihr Angebot auch zu schätzen weiß, für geradezu ausgeschlossen. Puh. Denn immerhin muss ich in letzter Konsequenz in Ihnen ja den Verursacher dieser ganzen Misere sehen. Ich? Ich bin schuld daran, dass Sie so schlechter Laune sind? Mit einem Wort, ja. Aber was habe ich denn gemacht? Ach, als ob Sie das nicht selber wüssten. Nein, ich habe keinen Schimmer. Geschrieben haben Sie über mich. Ja. Und zwar in Ihrer sehr speziellen, ausgeschmückt romantischen Art. Ja. Mancher meiner Fälle verkam dadurch regelrecht zu einer Schmonzette. Also das ist doch... Ich habe von Anfang an gesagt, dass es ein Fehler ist, die Fälle derart darzustellen. Aber nein, der Herr lässt sich ja nichts sagen. Und jetzt bekomme ich die Quittung dafür. Und in welcher Art? In der Art, dass ich meine Profession wohl schon bald an den Nagel hängen kann. Wie bitte? Es ist ein Elend. Ich scheine dank Ihrer gütigen Mithilfe zu jemandem verkommen zu sein, den man um Hilfe bittet, wenn einem ein simpler Bleistift abhanden gekommen ist. Holmes! Oder zu jemandem, den kleine Gouvernanten um Rat bitten. Also, das ist doch... Ja, sehr richtig. Es ist empörend! Da, lesen Sie doch selbst. Was ist das? Dieses Schreiben traf gestern Abend ein. Es markiert gewissermaßen meinen nun erreichten Nullpunkt. Ja, aber ich... So lesen Sie doch schon! Ja, schon gut. Ach. Kein Grund, gleich laut zu werden. Das sagt sich so leicht, wenn es nicht das eigene Geschäft ist, das den Bach runtergeht. Verehrter Mr. Holmes. Ja. Ich kenne Ihre Arbeit aus den abenteuerlichen Berichten Dr. Watsons. Es wäre von größter Wichtigkeit für mich, wenn Sie sich die Zeit nehmen könnten, mir zu raten, ob ich eine bestimmte Stelle als Gouvernante, welche mir unlängst angeboten wurde, annehmen oder ablehnen soll. Ach, das ist doch... Daher bin ich so frei und werde Sie morgen früh... so etwa gegen 10:30 aufsuchen und hoffe, dass ich nicht ungelegen komme und Sie bereit sind, sich mit der Angelegenheit zu befassen. Ach. Es grüßt Sie herzlich Ihre Violet Hunter. Ach, das ist doch... Also ich verstehe immer noch nicht. Das ist doch ein ganz reizender Brief. Möglicherweise, wenn man sich als Kummerkasten für verunsicherte Kindermädchen, Witwen und Waisen versteht. Ich jedoch bin als beratender Detektiv tätig geworden, weil ich ursprünglich einmal die Vision hatte, dass... Ja, zumindest ist die Dame pünktlich auf die Minute. Soll mir das die Sache etwa sympathischer machen? Ja, denn... Ich bin einmal angetreten, es mit den größten Verbrechern dieser Welt aufzunehmen. Und sehen Sie, wie tief ich mittlerweile offenbar gesunken bin? Aber Sie können doch nicht... Was kommt wohl als nächstes? Wird man mich bitten, die Kummerkastenspalte in der Zeitung zu übernehmen? Holmes, also wirklich, ich muss schon sagen, Sie sollten... Herein! Was ist denn hier wieder für ein Geschrei? Das geht Sie, mit Verlaub. Nichts an, Mrs. Hudson. Nicht das Geringste. Sie sind den ganzen Morgen schon so angriffslustig. Ha, da hören Sie es. Hab ich es nicht gesagt. Sagen Sie, was zu sagen ist. Und dann... Holmes! Lassen Sie uns wieder allein. Bitte. Miss Hunter wäre dann da. Sie sagt, sie würde von Ihnen erwartet. So? Sagt sie das? Ja. Na, dann mal herein mit der Dame, Mrs. Hudson. Sehr wohl. Mr. Holmes lässt bitten. Danke. Guten Morgen, Mr. Holmes. Morgen. Und jetzt? Keine Sorge, ich gehe ja schon. Bitte, treten Sie doch näher, Miss Hunter. Ich beiße schon nicht.
Dafür würde ich heute früh meine Hand nicht ins Feuer legen. Psst. Wenn Sie schon einmal hier sind, können Sie auch Platz nehmen. Danke. Ich bin übrigens Dr. Watson. Oh, wie überaus nett, Sie kennenzulernen. Wenn Sie wüssten, mit wie viel Freude ich Ihre Berichte über Mr. Holmes' Ermittlungsarbeit lese. Ach, wirklich? Ja, ich kann es meist kaum erwarten, bis wieder einer erscheint, denn ich bin... Verraten Sie mir doch bitte den Grund, warum Sie mich aufsuchen. Oh, natürlich. Bitte entschuldigen Sie, dass ich Sie behellige, Mr. Holmes. Ja. Aber ich fürchte, ein äußerst befremdliches Erlebnis, das ich unlängst hatte, lässt mir keine andere Wahl. Aha, das klingt schon besser. Bitte, sprechen Sie weiter. Wissen Sie, ich habe keine Eltern oder andere mir nahestehende Menschen mehr, die ich in dieser Angelegenheit bitten könnte, mir zu raten, wie ich mich verhalten soll. Oh. Die Berichte von Dr. Watson brachten mich dann auf die Idee, Sie um diesen Rat zu bitten. Sie an. Ja, ja. Dann erzählen Sie mal, Miss Hunter, worum geht es denn genau? Ich war 5 Jahre lang als Gouvernante bei der Familie von Colonel Spence Munro angestellt. Mhm. Bis der Colonel bedauerlicherweise nach Halifax versetzt wurde. Und man beschloss, sich dort dann vor Ort lieber eine neue, mit der Gegend und dem Land vertraute Gouvernante zu nehmen. Ich verstehe. Relativ plötzlich war ich deshalb ohne Anstellung. Ich habe natürlich sofort damit begonnen zu inserieren, aber es hat sich bis heute leider kein neues Anstellungsverhältnis ergeben. Zwar hatte ich während der 5 Jahre einiges gespart. Langsam wurden meine Rücklagen jedoch geschröpft, sodass ich mich bei einer wohlangesehenen, auf die Vermittlung von Hauspersonal spezialisierten Agentur im West End vorstellte. Ich nehme an, es handelt sich um die Agentur Westaway. Ja, ganz recht. Mhm. Westaway ist der Familienname des Gründers. Die Tagesgeschäfte führt eine Miss Toper. Mhm. Ich bin, nachdem man mich dort akzeptiert hat, dann jede Woche dort vorstellig geworden, um zu erfragen, ob Bedarf an meinen Diensten besteht. Das ist dort so üblich. Aha. Ich war nicht wenig erstaunt, dass Miss Toper sich bei meinem Besuch in der letzten Woche in Gesellschaft befand. Ach, wer war bei ihr? Ein Mann. Ein unglaublich dicker Mann, der etwa Mitte bis Ende 50 war und in dessen Gesicht die Sonne aufzugehen schien, als er sich umdrehte und mich erblickte. Mhm. Es war ganz und gar seltsam, wie er mich musterte. Mhm. Das ist sie. Ja, sie und keine andere, Miss Toper. Besser kann man es nicht treffen. Grandios, grandios. Bitte, kommen Sie doch näher, meine Liebe. Nicht so schüchtern. Sie suchen also eine neue Stelle, Miss? Allerdings, Sir. Etwa als Gouvernante? Völlig richtig. Nun, ich denke, Ihre Suche dürfte beendet sein. Vielleicht noch ein Wort zu Ihren Gehaltsvorstellungen, Miss... Hunter. Miss Violet Hunter. Miss Hunter. Ja. Na, nur heraus damit, Kindchen. Mein letzter Arbeitgeber, Colonel Spence Munro, war so freundlich, mir 4 Pfund im Monat zu bezahlen. Du liebes Bisschen, was für ein Hungerlohn. Wie abgeschmackt eine derart entzückende und, wie ich hörte, außerdem umfassend gebildete Dame mit einem solch kärglichen Lohn abzuspeisen. Ja. Meine Bildung? Nun ja, Sir, ich unterrichte Französisch, Deutsch, Musik und Kunst. Bemühen Sie sich nicht, meine Liebe. Sie haben das Auftreten einer Dame. Und nur das zählt, wenn es gilt, ein Kind zu erziehen, von dem erwartet wird, dass es später einmal eine nicht unbeträchtliche Rolle in der Geschichte unseres schönen Landes spielen soll. Ich verstehe nicht recht, Sir. Sie scheinen über alles zu verfügen, was man dazu braucht. Ja. Daher wüsste ich nicht, warum Sie weniger als ein 3-stelliges Jahresgehalt akzeptieren sollten. Was? Aber das kann ich... Ich wäre bereit, Ihnen für das erste Jahr, sagen wir, 100 Pfund zu bezahlen. Was? Und dann werden wir weitersehen. Na, was halten Sie von meinem Vorschlag? 100 Pfund, Sir? Ganz recht. Ja,
Sie wären bereit, mir 100 Pfund zu bezahlen? Ja. Aber ja. Und ich würde mich glücklich schätzen, wenn Sie dieses Angebot annehmen. Oh.